Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der brutalsten Anime-Schlägereien. In dieser Liste sehen wir uns die Prügelszenen in Animes an, die weit über das Maß hinausgehen. Wir betrachten Schläge, die sowohl Helden als auch Schurken zugefügt wurden, sowie einseitige und gleichwertige Schläge. Welche Anime-Schlägereien haben euch vor lauter Brutalität zurückschrecken lassen? Lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Shinra wird von Karen verprügelt. Fire Force. Koizu. Gebaut wie ein Panzer und mit viel Feuerkraft ausgestattet, ist der weiß gekleidete Karen eine Bestie unter den Pyrokinetikern. Bei seinem Versuch, die fünfte Säule zu erobern, wird Karen durch die Ankunft von Shinra behindert. Shinras Tritte sind zwar mächtig, aber jeder Schlag heizt Karens explosive Flamme nur noch mehr an. Was folgt, ist ein intensiver und gut animierter Kampf, bei dem Karen Shinra mit Leichtigkeit überwältigt, verheerende Konter ausführt und ihn durch mehrere Gebäude schleift. Selbst die Macht von Shinras dämonischen Trumpf kann Karen nicht zu Fall bringen, sodass er den Sieg davonträgt. Nummer 9. Gaia verprügelt Sikorsky, Baki. In der Untergrund-Kampfsportwelt, die Baki sein Zuhause nennt, gibt es keinen Mangel an brutalen Schlägereien. Der Kampf zwischen dem zum Tode verurteilten Häftling Sikorsky und der Supersoldaten Gaia hat sich jedoch als besonders knallhart erwiesen. Mit seinem Wissen über Umweltkampf und psychologische Kriegsführung macht Gaia kurzen Prozess mit Sikorsky. Obwohl Sikorsky ein gefährlicher Krimineller ist, der einen Sturz von einem hohen Gebäude überleben kann, wird er bei der Begegnung mit Gaia verwundet und verängstigt zurückgelassen, während sein Gegner völlig unversehrt davonkommt. Ehrlich gesagt, Sikorsky könnte Baki nicht besiegen. Welche Hoffnung hatte er also gegen einen seiner größten Rivalen? Nummer 8. Masataka verprügelt Sojiro. Tenjo Tenge. Wer hätte gedacht, dass eine Schlägerei im Klassenzimmer so aus dem Ruder laufen kann? In seinem Bestreben, sich als der stärkste Kämpfer der To-Do-Akademie zu beweisen, wird Soichiro von Masataka, eines Mitglieds des Yuken-Clubs, herausgefordert. Als sich Masatakas Fähigkeiten als überwältigender erweisen als erwartet, greift Soichiro zu einem schmutzigen Kampf. Nachdem Soichiro seinen Gegner mit einem Trick einen Schlag verpasst hat, dreht Masataka völlig durch. Es folgt eine brutale Schlägerei, die Tsuichiro sowohl körperlich als auch geistig vernichtet, wobei die Betonung auf körperlich liegt. Also wirklich. Und das alles wegen einer Brotdose. Nummer 7. Broly verprügelt Jin. Dragon Ball Z, Broly der legendäre Super Saiyan. Wenn es um Brutalität und Rücksichtslosigkeit in dem Dragon Ball Franchise geht, ist keiner so gut wie der große Broly. Als Baby von einem weinenden Goku gequält und von seinem intriganten Vater aufgezogen, wuchs Broly zu einem instabilen, aber mächtigen Monster heran, das in der Lage war, eine ganze Galaxie zu zerstören. Nachdem seine Natur als legendärer Super Saiyan enthüllt wurde, lässt er seine Wut an Goku und den Z-Fightern aus und besiegt die meisten von ihnen um Haaresbreite. Es ist wirklich ein Wunder, dass sie ihn überhaupt besiegen konnten. Nummer
Nummer 6. Hanzo vermöbelt Gon. Hunter x Hunter. Entschlossenheit ist zwar eine noble Eigenschaft, aber in manchen Fällen führt sie nur zu mehr Schmerz. Nachdem Gon die letzte Stufe der Hunter-Prüfung erreicht hat, muss er gegen den Ninja Hanzo kämpfen. Obwohl Gon stärker ist als ein durchschnittlicher Mensch, erweist sich Hanzo dennoch als überlegen. Gon ist unterlegen und muss 3 Stunden lang Prügel von Hanzo ertragen, der ihn zwingen will, sich zu ergeben. Obwohl er ihm einen Arm bricht, ihm ein Messer an den Kopf hält und sogar droht, ihm die Beine abzuschneiden, weigert sich Gon, sich zu ergeben. Am Ende beeindruckt Gons Entschlossenheit Hanzo, der sich geschlagen gibt, aber nicht bevor er Gon einen letzten Schlag verpasst hat, nachdem dieser sich geweigert hat, sich zu ergeben. Im Ernst, Gon, hast du schon mal davon gehört, dass man sein Glück nicht überstrapazieren sollte? Maita, ore no mage da. Nummer 5. Geld besiegt Shogo. That time I got reincarnated as a slime. Als eine Invasion aus einem feindlichen Königreich zu Opfern unter den Bürgern der Jura Tempest Federation führt, wollen Rimuru und seine Anhänger es ihnen heimzahlen. Unter den vielen Racheschlachten ist eine der brutalsten und befriedigendsten, die in der Geld Shogo verprügelt. Anfänglich siegessicher, erweist sich Shogos Arroganz als sein Verhängnis, denn der Erbe des Orklords überwältigt ihn mit Leichtigkeit. Selbst nachdem Shogo durch den Tod seiner Kameradin Kiara die Fähigkeit erlangt hat, sich zu regenerieren, schlägt Geld ihn in den Boden und versetzt sein Fleisch mit seiner Verrottungsfähigkeit. Damit wendet er Shogos Regenerationsfähigkeit gegen ihn und verlängert damit sein Leiden. Gelds Taktik mag übertrieben sein, aber wenn man bedenkt, was Shogo Shion und den anderen angetan hat, hat er es mehr als verdient. Nummer 4. Lucy Heartfelius Unterwasserschlägerei Fairy Tale. Das einzige, was schlimmer ist als eine einseitige Schlägerei, ist eine einseitige Schlägerei, bei der dein Gegner sadistische Neigung hat. Während der Seeschlacht bei den großen magischen Spielen ist Lucy die einzige verbleibende Teilnehmerin, die gegen Sabertooth Minerva um den ersten Platz kämpft. Obwohl es für Minerva ein leichtes ist, Lucy durch einen Ringout zum Verlieren zu bringen, beschließt sie stattdessen, ihr eine Lektion in Sachen Schmerz zu erteilen. Mithilfe ihrer Magie und ihren Fäusten teilt Minerva grausame und unnötige Schläge aus und genießt dabei die Qualen, die sie Lucy hinzufügt. Nummer 3. Yusuke rächt sich an Barken. Yu Yu Hakusho. Stop! I'm all for extreme pain and torture, you disgusting horse, but this guy's not even awake to enjoy it. Nachdem Kurama bei einem früheren Kampf während des dunklen Turniers bewusstlos geworden ist, nutzt Barken, ein Mitglied von Team Marsho, ein Schlupfloch und versucht ihn zu Tode zu prügeln. Verärgert und begierig darauf, seinen Kameraden zu rächen, bedroht Yusuke Barken und nimmt Kuramas Platz ein. Ooh, what a scary look. Am I supposed to be shivering in my bootstraps now, or should I just be running for my life? Als Barken die Gegend in Nebel hüllt, ist Yusuke zunächst auf der Hut. Aber er wird selbstbewusster, als er merkt, dass Barkens Angriffe sich eher wie Liebesküsse anfühlen und dreht den Spieß schnell um. Als Yusuke Barken in die Ecke drängt, fängt dieser an, um Gnade zu betteln und versucht verzweifelt, Yusukes Deckung zu lockern. Leider schlägt Barkens Täuschung fehl und beschleunigt nur seinen Untergang, da Yusuke ihm alle wichtigen Knochen bricht. Nummer 2. Jotaro rächt sich an Steely Dan. Jojo's Bizarre Adventure. Stardust Crusaders. Nani sumashita kao shite shisen saketeru nda yo. Kocchi miro! Teme. Ein Zusammentreffen mit dem Attentäter Steely Dan zwingt Jotaro dazu, seine absurden Forderungen zu erfüllen oder das Leben seines Großvaters zu riskieren. Er benutzt ihn als Brücke, verprügelt ihn und hängt ihn einen Ladendiebstahl an. Dan nutzt also jede Gelegenheit, um Jotaro zu demütigen.
なかなかしっかりした橋になったじゃないか。ほれほれほれ。ほれ。Zu Dans Pech merkt Jotaro, was ihm angetan wird, und wartet ab, bis er zurückschlagen kann. Nachdem Jotaros Kameraden Dans Stand von Joseph erfolgreich entfernt haben, greift er zu einer feigen Taktik und versucht, ein Kind als Geisel zu nehmen. Zum Glück kann Kakyoin Dans Plan verhindern, sodass Jotaro seine süße Rache ausüben kann, indem er mit Hilfe von Star Platinum ein brutales Sperrfeuer an karmischer Vergeltung ausstößt. So, bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst auf jeden Fall nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Okoya verprügelt Cosmo. Kengan Ashura. Imai Cosmo, 1秒後 hidari ni kaihi. Migi ni mawari konde shinro o fusaide. Angetrieben von seiner eigenen rücksichtslosen Art der Gerechtigkeit, tötet Okoya jeden, den er für schuldig hält, unabhängig von der Schwere seiner Sünden. Während seines Kampfes gegen Imai Cosmo erfährt der junge Kämpfer am eigenen Leib, wie Okoya den Titel Henker bekommen hat. Der Verrückte durchbohrt mit seinen Fingern nicht nur Cosmos Arm, sondern reißt ihm sogar ein Stück Fleisch aus dem Leib. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Okoya geht sogar noch weiter, indem er Cosmo ebenfalls brutal foltert, da er Cosmo nicht die Genugtuung gönnt. Vor Schmerzen ohnmächtig zu werden, zwingt Okoya ihn in die Realität zurück und foltert ihn weiter. Am Ende motivieren Okoyas Schläge Cosmo, den Sieg zu erringen, auch wenn dies seinen eigenen Körper sehr belastet. Bist du mit unserer Liste einverstanden? Dann sieh dir auf jeden Fall auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stelle sicher, dass du den Kanal abonniert hast und die Glocke aktiviert hast, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.